Das, meine sehr verehrten Damen und Herren, ist tatsächlich der EM-Ball Euro 2016 France. France. Mein Englisch ist schlecht und mein Französisch ist schlecht. Du kannst gar kein Das Französisch. Ist die Wuchtel von der EM. Die Kirschen, die der Frucht, Boin. Der Pfirsich, das Arschloch. Was gibt's noch für Synonyme für Ball? Die Vasen, der Stuhl, der Tätsche, der Depperte, der Schädel. Oder? Was sagt man noch? Hast du ein Haar? Was sagt man noch? Lass dir was einfallen. Der Ball. Es ist der Ball. Ja. Diesen Ball wird Christian Fuchs, und Christian Fuchs ist unsere größte Hoffnung bei der Europameisterschaft. Er ist mit seinem Verein Leicester kürzlich Sieger der Premier League geworden. Ja, und das ist eine absolute Sensation. Vor Liverpool, vor Manchester City, vor Manchester United, vor Tottenham, vor allen. Vor Arsenal. Das war eine unfassbare Sensation. Und deswegen ruhen unsere Hoffnungen natürlich auf diesem Genie des Fußballs, das jetzt zu uns kommt. Meine sehr verehrten Damen und Herren, begrüßen Sie bitte Christian Fuchs! Der Captain ist da, der Captain! Auf Leicester! Servus! Captain, mein Captain. Ja, bitte, Christian. Darf ich dir was zu trinken einschenken? Was antialkoholisches, bitte. Was antialkoholisches, ja, verstehe ich auch so, kurz vor der EM kein Alkohol mehr. Das ist eine richtige Ehre für mich, mit zwei Fußballexperten hier zu sitzen. Ich weiß, ja, mein Lieber, ich weiß. Ihr wisst schon, wie der Ball heißt, ne? Wenn du Fragen hast, Franz frag heißt uns. Franz. Ich habe das Spiel gegen Holland gesehen. Du hast sehr gut gespielt. Danke. Die Mannschaft insgesamt eigentlich auch, aber es ging trotzdem 0-2 aus, was für einige relativ enttäuschend war. Und du hast danach ein sehr interessantes Interview gegeben und hast gesagt, das Spiel war gut, wir werden mit unserer ganzen Manneskraft nach Frankreich gehen. Heißt das, dass Direkt ihr so. Die Ungarn mit österreichischem Sperma ertränken wollt? Ja, ich weiß nicht, wie du das verstehst. Ich weiß nicht, was du privat so machst. Das ist ja ganz klar. Genau das. Genau das. Das freut Nein. mich, wenn du so vom Fernseher stehst, wenn wir spielen. Ja, ich stehe da vom Fernseher. Na, worum es mir gegangen ist, ich meine, ich glaube, die Niederlage war ein bisschen unnötig. Blödes erstes Tor. Ja, blödes erstes Tor. Jedes Tor ist blöd. Aber man muss ja auch sagen, wir haben ja, finde ich, ein gutes Spiel gemacht. Na, wenigstens hat Alaba nicht getroffen, immerhin. Lass ihn doch mal ausreden. Ich auch nicht. Ja. Kommt auch nicht so oft vor. Ne? Vielleicht sollte ich den Zeiger nicht probieren, das kommt öfters vor. Aber ist die Stimmung jetzt im Team angeknackst oder ist sie nach wie vor top? Na, top. Top? Also es ist ja jeder froh, dass jetzt endlich die Vorbereitung vorbei ist. Mhm. Es zippt ja an, so eine Vorbereitung nach einer Saison. Das will ja keiner. Ja, aber man sagt natürlich auch gerade, dass du und Alaba, also die Leistungsträger des Teams, auch schon abgespielt seid, weil du wahnsinnig viel leisten musstest in der Premier League. Kann das nicht sein, dass du überspielt bist? Gibt es das überhaupt im Fußball? Nein, bin ich nicht. Nicht? Na. Ja, aber du hast doch in England fast vier Spiele am Tag, oder? Ja, ungefähr. Nein, ich freue mich ehrlich drauf. Also ich kann es eigentlich nicht erwarten, da endlich gegen Ungarn am Platz zu stehen und da Gas zu geben, ehrlich. Das ja. Ich habe gehört, ein Interview von Arnautovic. Und laut Arnautovic ist die Stimmung im Team tatsächlich wirklich überwiegend, zumindest sehr gut, bis auf eine kleine Ausnahme. Ist es wahr, Spaßbremse Hinteregger? Hast du die nächste Pressekonferenz gesehen? Na. Da war ich mit ihm vom Malta-Spiel und da hat er die ganze Zeit gestrahlt am Ende. Wirklich? Ja. Jetzt hab ihm aber gesagt, er soll es machen. Na, aber die Aussicht ist ja, könntest du Tipps abgeben, wie wird das Spiel gegen Ungarn ausgehen? Ich schätze mal, Ungarn ja nur defensiv stark, offensiv ja gar nicht. 3-0 Österreich? Nein, wir dürfen keine Tipps abgeben. Wieso nicht? Wegen Wettverbot. Wettverbot. Ja, man wettet ja nicht. Wir wetten ja nicht um Geld. Ja, aber du würdest schon sagen... Wenn ich jetzt sage, wir gewinnen so und so viel und dann verlieren wir, ist ja auch doof. Ne? Aber kann man gegen Ungarn verlieren? Der gegen Ungarn, aber auf welches Resultat hast du selber gewettet? Nein, ja. Gar nicht. Überhaupt nicht. Hat Alaba tatsächlich auf ein 2-1 gewettet? Wieso lautet das denn nicht? Aber würdest du mir recht geben, ich bin jetzt genauso lange in Österreich wie du. Ich bin seit 30 Jahren in Österreich.
gratuliere. Danke, mein Lieber. Du bist Österreicher. Und würdest du mir recht geben, dass das aktuell die beste österreichische Mannschaft ist, die es in diesen 30 Jahren zumindest gab? Ja gut, 98 war auch nicht so schlecht. 2008 waren wir auch bei einer Europameisterschaft. Aber jetzt, ja, waren wir ja. Aber du weißt aber schon, dass die Leute hier auch im Saal und überall im Land total enttäuscht wären, wenn es nicht mindestens das Finale wird. Ne? Ja, das weiß ich ja, jeder unterschätzt die Ungarn, jeder unterschätzt die Isländer. Eben, gefährlich. Die Isländer haben ja Holland geschlagen in der Qualifikation. Ja, so ist es. Aber die haben auch 6 Spiele zum Beispiel jetzt verloren. Also, hab ich auch gelesen, ja. Jungs, es werden schwere Spiele. Man sieht ja auch, wir sind ja auch noch nicht da, wo wir sein wollten. Die Niederlage jetzt gegen Niederlande war vielleicht ein guter Dämpfer, damit jeder so ein bisschen von der Euphoriebremse auf die Euphoriebremse tritt, dass ich es rausbringe. Ja. Aber ja, das wird nachher anders und da werden wir Gas geben. Ist für dich eigentlich, du bist jetzt 30, bist du jetzt? Und wenn du jetzt eine gute EM spielst, wären ja noch 5 Jahre theoretisch denkbar, oder? Ist das musst du sagen, dass ich 30 bin? Ja, das steht ja hier. Okay. Ja. Du bist 20 Jahre alt. Du hast nur noch maximal 5 Jahre vor dir. Nein, aber jetzt ernsthaft, wie lange kann man in deiner Position, viel Verschleißerscheinungen wahrscheinlich, wie lange kann man da, ernsthafte Frage, professionell spielen? Solange es nicht weh tut. Also, tut bei dir irgendwas weh? Ja, hin und wieder das eine oder andere. Rechte Knie habe ich ja 2-mal operiert gehabt. Ja. Also es geht so 35, 36. Das heißt, belastest du das rechte Knie dann gar nicht mehr? Versuchst du einbeinig zu laufen? Ich hupfe immer nur einbeinig. Oder ich kann ja weit einwerfen, ich laufe auf meinen Händen, wie auch immer. Ne? Der Verein Leicester ist ja in den Händen eines... Jetzt hast du das richtig ausgesprochen. Ja. Danke. Der Verein Leicester ist in den Händen eines thailändischen Millionärs. Wie heißt der, Christoph? Ja, schau mal nach. Wo steht das denn? Hier steht es. Vichai Sfrida Hanaprapa. Ja. Sfrida Hanaprapa. Vichai, wie nennst du ihn? Vichai. Dem gehört dieser Verein und du bist dort, du bist hingewechselt letztes Jahr von Schalke 04, bist dort hingegangen. Und ganz ehrlich, ich meine Leicester in Ehren, aber die gibt es jetzt seit, glaube ich, 137 Jahren oder 135 Jahren? 32. Ja, seit 132 Jahren, sie haben noch nie irgendwas gerissen. Als du dort hingewechselt bist, hast du damit gerechnet, dass das ein solches Jahr wird? Es ist Zeit geworden, dass ich ihm da hingehe, ne? Damit einmal was rauskommt dabei, ist ja ganz logisch. Würdest du dich als arrogant bezeichnen? Überhaupt nicht. Als Realisten? Nein, Spaß beiseite. Also, ich bin ja als Realist, ja. Ich bin zum Trainingslager im schönen Österreich gefahren, habe das erste Mal die Mannschaft gesehen, habe mir gedacht, na, mit dem Abstieg werden wir nichts zu tun haben. Ah, das erkennst hab ich gehabt, ne? Das erkennst du gleich? Ja, das habe ich. Das ist ein geschultes Auge. Ich habe ja schon einige Jahre im Ausland gespielt und Die Jungs, die waren schon gut. Es war ein Durchmarsch durch diese Liga, die ja wirklich vielleicht die schwerste ist, die es überhaupt gibt, oder? Ja, das waren, wie viele Punkte Abstand am Ende? 10 Punkte auf Arsenal. Mensch, das hier alle hinter sich gelassen, alle großen Vereine. Und dann gab es dieses letzte Spiel, als eure Meisterschaft feststand, Tottenham gegen Chelsea. Genau. Und Chelsea musste mindestens einen Punkt machen. Genau. Und ich glaube, in der 89. Minute oder sowas hat Hazard das 2:2 geschossen für Chelsea. Genau. Und Herr Fuchs hat das natürlich mit seiner Handykamera aufgenommen, wie die Spieler von Leicester reagiert haben, als feststand, dass Leicester Meister wurde. Und wir schauen uns diese wirklich sehr berührenden Momente noch einmal an. Yeah! Yes! Das fand ich jetzt sehr interessant. Es war im Wohnzimmer von deinem Mitspieler Vardy, der ja auch einer der Superstars dieses Jahr in der Meisterschaft war. Gehe ich recht in der Annahme, dass ihr euch wirklich sehr gefreut habt? Und stimmt die Geschichte, dass irgendwie auf der Tribüne die Leute derartig gehopst sind, dass es ein leichtes Erdbeben gab in Leicester? Beides stimmt, ja. Beides ist zutreffend. Es wurde auf der Richterskala irgendwie mit 2,5 oder so irgendwie gemessen. 2,5 auf der nach oben hin offenen Richterskala? Nach oben hin offen, ja. Ja, das sagen wir doch so. Ja. Ja. Und dieser Film, den du da gemacht hast, du hast erzählt, du hast ihn dann ins Netz gestellt. Genau. Und erzähl mal, wie viele Leute sich das angeschaut haben. Ach, ein paar Österreicher, ein paar Engländer. Wie viele waren es? Ja, jetzt auf meinen Kanälen knapp über 40 Millionen. Nein, 40 Millionen? Ja, das war aber nur auf meinen Kanälen. Meine sind ja. Was heißt auf deinen Kanälen? Wie viele Kanäle hast du denn? Gehört dir YouTube? Ja. Fuchs Official auf Twitter? Ja. Also die Welt hat es gesehen. Herr Fuchs ist sehr aktiv auf YouTube. Challenges. Wie gesagt, wie heißt der Kanal, wo man sich das anschauen kann? Ja, mein Social Media. Also einfach nur, man muss Christian Fuchs eingeben. Christian Fuchs Challenges eingeben, wo du mit
Mitgliedern aus deinem Fußballverein diverse Challenges machst. Am besten, man gibt ein Hashtag NoFucksGiven. NoFucksGiven, genau. Was heißt eigentlich NoFucksGiven? Das haben wir uns gefragt. Ist das ein Wortspiel mit Forgiven? Kannst du es mir auspiepen oder wie ist das jetzt da? Na, sag. NoFucksGiven? Ja, so, ich scheiß mir nichts. Ich scheiß mir nichts, genau. Ah, und warte mal, ist das auch, das habe ich mich auch gefragt, wie spricht man dich dort aus? Fax? Christian Fax. Fax. Ja, ich muss sagen, ich habe schon alles gehabt. Also was ich noch? Ich habe oft so, wir bekommen immer die Zimmerkarten, wenn wir zum Auswärtsspiel fahren. Da war halt das S mal weglassen und das H war ein K dort. Oder das S dort lassen, trotzdem war ein K dort. Also Christian Fax. Ja, also grammatikalisch. Christian Fax. Ja. Christian Fax. Der Mann, der die Christen gefickt hat. Ja. 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 Gehst du dort als Sexgott, kann man das sagen? Mehr oder weniger. Wahnsinn. Christian Fax. Gut. Aber wir haben sehr amüsant Challenges, No Fucks Given, einige Impressionen aus Christian Fuchs YouTube-Kanal. No Fucks Given. So. Jetzt, wo ist der Ball? Hier. Ja. Lieber Christian. Mach mal was, oder? Mach mal was, genau. Ich würde sagen, es wird ja eh aufgenommen mit Kameras, das heißt, du brauchst mit dem Handy jetzt nicht zugange sein. Ich würde sagen, wir machen es so, wir Köpfeln-Challenge. Okay. Stermann und ich. Gegen? Gegen dich und jemand aus dem Publikum. Und wer es öfter kann, gewinnt. Wer es weniger oft kann, was ist die Strafe? Der wird arschgefetzt. Der wird arschgefetzt? Was heißt das in der Fußballersprache? Na, hast du das gesehen mit Robert Huth? Ja, oh, okay. Aber hier im Studio? Oder? Ja, sicher. So, okay. Okay, er stellt sich dort hin und dann irgendwann treffen wir sicher. Aber was ist, wenn du verlierst gut, und wir dir den Arsch zertrümmern? Ja, das wird nicht passieren. Müssen wir mit Cola reden. Ja. Okay, machen wir das. Sollen wir wen aussuchen? Ich suche dir wen aus dem Publikum. Willst du jetzt schon? Rein, zufällig habe ich einen Feldreporter mit. Nein. Ja. Den Hackmeier. Nein. Der Hackmeier, Peter. Der Hackmeier ist da. Ja. Damit es fair wird. Ne? Ja. Servus. Servus, freut mich, hallo. Hackmeier. Warst du nicht auch aktiver Fußballer? Ist schon ein paar Jahre her, ja. Kopfball war nicht meine Stärke. Wo hast du denn gespielt? In Ried und in Innsbruck, aber ich glaube, für euch beide reicht's noch. So, sehr arrogant auch Herr Hackmeier. Okay, wir versuchen. Wir geben mal die Vorlage, Stürmer. Okay. Ja. Ah, zieht sich schon aus. Neckklatschen. Pass auf, wir haben uns geeinigt, dass es beim ersten Mal nicht so richtig klappt und nur 4 Berührungen da sind, dann darf man wiederholen. Alles über 4 zählt. Ist das okay mit euch? Durig. Ja. Also 4 zählt schon, ne? Nein, 4 zählt noch nicht. 5 zählt. 5 zählt, ja. Okay. Wir haben, warte kurz, in der Probe haben wir 5000 Mal geschafft. Ja. Blind, okay. Mit Rücken an Rücken. Es ist sehr schwer mit der Perücke von Stermann jetzt hier. Okay. Das ist sehr. Jetzt zählt's. Oh mein! Was soll das? Warum? Das war gut. Ja, tut mir leid. Wie viel waren es? Wie viel waren es? 14, 15. 14. Der Ball ist jetzt nur ganz nass, ne? Allerdings. Wie viel waren es denn? Hat wer mitgezählt? 16 waren es. 16. Gut, der Ball ist jetzt ganz nass. Ja, ja. Danke. Schon gut, Christian. Bei uns zählt es auch ab 5, oder wie? Ja. Hast du das schon gemacht? Aber jetzt bin ich schon nervös, muss ich ehrlich sagen. Zu Recht. Ja, wird alles ins Netz gestellt. Ja. Weißt du was, ich kann nicht verlieren, weißt du? Ja. NoFucksGiven. Okay. Schau nicht so. Weiter weg, weiter auseinander. Der schickt mich. Zählt wer? 14. 8, 9. 3, 4. Ja, sie haben gewonnen. Ah, scheiße! Ah, ja! Gewonnen! Gewonnen! Bravo! Bravo. Toll. Ja, okay. Jetzt stell mich hin. Gratulation. Ich stell mich hin. Nein, nicht so nah. Nicht so
Ist hier okay? Ja, ist hier ist okay, aber nicht ganz fest. Bitte, okay. Christian. Okay, kein Problem. Bitte, Christian. Nicht zu fest, bitte. Vorsichtig, er hat Hämorrhoiden. Ah! Ja, du auch. Ja. Ja, über die Bande nach vorne. Schießt in die Bande daher. Ja. Für einen Deutschen reicht der Ex-Profi. Ja. Ich sag nix. Oh. Ah. Herrlich. Dankeschön, meine sehr verehrten Damen und Herren. Peter Hackmeier, Dankeschön. Danke. Vielen Dank. Ah. So. Bitte. Ja, bitte. Aber Christian, du musst den anderen Platz besetzen. Okay. Das war Peter Hackmeier und Christian Fuchs